Freunde, euer Simon hier. Bei mir ist gerade Montag, bei euch ist Freitag. Wir haben Thema Wissen und Lifestyle. Und wie ihr seht, bin ich gerade ein bisschen im Urlaub. Auch ich muss es mir mal gut gehen lassen, Freunde. Wir haben 38 Grad. Ich sitze hier in meiner kleinen Junior-Suite. Überhaupt kein Proll, überhaupt nicht, nein. Aber ich lasse es mir wirklich mal eine Woche gut gehen. Eine Woche Auszeit. Und ich nutze das Ganze mal wirklich, um ein kleines Video für euch zu machen. Und zwar ein kleines Experiment an mir selbst. Das heißt, wir machen mal eine kleine Back-Transformation. Ich wollte einfach mal sehen, das ist natürlich nicht allgemeingültig, das heißt, ihr könnt nicht von mir auf euch ausgehen, aber ich will an mir einfach mal zeigen oder sehen, wie schlechter die Form wird, wenn man eine Woche lang, ich werde eine Woche lang hier wirklich gar nicht aufpassen aufs Essen, das macht mir riesen Spaß, also es wird wirklich ein sehr, sehr cooles Experiment für mich. Ich werde eine Woche lang futtern, ohne irgendwie Kalorien zu zählen, ohne irgendwas zu machen. Ich werde eine Woche lang keinen Sport machen, um auch mal den Schultern ein bisschen was Gutes zu tun. Ihr wisst ja, ich habe wirklich jetzt länger mit der Schulter ein bisschen zu kämpfen. Eine Woche lang futtern, wenig trainieren. Wenn ihr jetzt denkt, oh, ihr habt schon vorher eine Diät gemacht oder so. Normalerweise ja. Deswegen nehme ich normalerweise im Urlaub immer sehr, sehr viel zu. Aber das liegt hauptsächlich auch daran, weil der Körper natürlich Wasser zieht und so weiter. Dieses Mal, wir machen auch ein kleines Body-Update, also aufgepasst, Freunde. Dieses Mal gar nicht. Ich habe sogar ein bisschen mehr gegessen als sonst. Ich war mit einem kleinen Überschuss sogar drin. Das heißt, ich habe ein bisschen zugelegt, bin echt jetzt schon in einer ziemlichen Scheißform für meine Verhältnisse. Und wir gucken gleich mal. Und ich will das echt mal dokumentieren. Ich bin selbst gespannt, was passiert, wenn man eine Woche lang wirklich Mist isst. Und ich werde wirklich schlecht essen. Ich will nämlich dann auf ein psychologisches Thema hinaus. Das werden wir dann in anderen Wochen besprechen. Und zwar wirklich dieses, dass wenn man die ganze Zeit darauf aufpasst, was man isst, verliert man einfach so dieses natürliche Hungergefühl. Das ist so ein kleiner Nachteil bei uns beim Sport. Und ja, dieser Restrained Eaters nennt man das in der Psychologie, dass wenn man dann irgendwann einfach mal über so ein Limit kommt, isst man einfach so weiter und hat einfach keinen Stopp mehr. Das wird bei mir hundertprozentig passieren diese Woche. Hier, wir gehen mal einfach mal ein Stückchen weiter. Hier sind wir echt in einem sehr krassen Hotel. Hier meine kleine Suite. Guck nicht zu viel. Und es gibt hier, ich glaube, ich habe gerade geguckt, ich glaube 10 Restaurants, Essen rund um die Uhr. Wir haben irgendwie Nachtzimmer-Service, den ich mir gönnen kann. Es wird so viel Essen sein, also ich freue mich riesig drauf. Ich weiß aber auch jetzt schon, wie katastrophal es danach sein wird. Aber ich will euch danach natürlich zeigen, dass man das ganz schnell wieder runterkriegt. Und ich will es natürlich, teste mich natürlich, damit ihr es nicht machen müsst. Also wir machen einen kleinen Versuch. Wir checken jetzt mal ein bisschen die Form. Dafür gehen wir natürlich in ein etwas besseres Licht, weil sonst schäme ich mich. Die Kamera kommt einmal hier rüber und wir checken einfach mal, wie so die Form jetzt gerade ist. Und ich will das wirklich dokumentieren, dass ihr seht, wie viel schlechter die wird. Also wir gucken jetzt einfach mal. Also, ihr seht, ich bin wirklich nicht, wirklich für meine Verhältnisse nicht gut in Form. Ich bin so 3 Kilo drüber, wie ich sonst so im Urlaub bin. Körperfettanteil müsste jetzt echt knapp über 10 sein. Wie gesagt, guckt mal genau hin. Also so ist die Form. Sixpack ist noch halbwegs da. Wir haben gerade schon ein bisschen gegessen, deswegen ist der Bauch ein bisschen aufgepumpt. Rücken ist alles okay. Also noch könnte man in der Form irgendwie an den Strand gehen. Noch ist es ganz in Ordnung. Ich weiß ganz genau, dass es nach der Woche nicht mehr so aussehen wird. Wir machen wirklich jetzt ein Body-Update und nach der Woche wirklich ein Body-Update. Wahrscheinlich ein bisschen brauner, aber viel, viel fetter wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen Panik. Es wird wirklich Spaß machen. Und ich freue mich drauf, Freunde. Also, ihr bleibt natürlich dran. Ich zeige euch ein paar Ausschnitte vom Essen und danach dann vom Endergebnis. Und wir sind echt mal gespannt. Unten gibt es nämlich eine Kofferwaage, danach stelle ich mich da drauf und wir gucken mal, wie viele Kilo drauf sind und wie ich mich danach fühle. So, bis gleich. So, Freunde, Tag 4. Ich sitze hier in meiner kleinen, in meinem kleinen Zimmer. Draußen ziehen ein bisschen die Wolken zu, es wird ein bisschen dunkler und genauso fühle ich mich auch. Deswegen ein kleiner Zwischenbericht. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich habe mich rasiert, der Bart kommt aber langsam wieder. Noch was kommt, ist tatsächlich mein Bauch und ein schlechtes Gefühl. Ich bin hier jetzt gerade zwar grinsend und sitze hier so ein bisschen,
Aber ich fühle mich wirklich, wirklich ziemlich schlecht. Warum? Was ist alles passiert in der Zwischenzeit? Ich habe wahnsinnig viel gegessen. Ich habe so gut wie nicht Sport gemacht. Ich war ein bisschen schwimmen im Gym, aber ich habe wirklich mich bemüht, eben keinen Sport zu machen. Ich habe mich gerade dabei erwischt. Ich war gerade ein bisschen am Pool, war gerade ein bisschen am Strand. Und ich habe mich echt dabei erwischt, mich geschämt zu haben, mich auszuziehen. Das heißt, ich saß da echt zum Teil, besonders wo ich saß und mir was zu futtern geholt habe, saß ich echt im Tanktop da und mir war es unangenehm, das Shirt auszuziehen, weil ich habe einen kleinen Zwischencheck gemacht. Ich habe jetzt so ungefähr 3,5 bis 4 Kilo zugenommen. Das ist jetzt vielleicht von den Kilos jetzt nicht furchtbar, aber ich habe wirklich das Gefühl, nur an der Wampe zugenommen zu haben. Und wenn ich sauber aufbaue, wenn ich sauber esse normalerweise, dann ist das anders. Und glaubt mir, Freunde, das ist nicht nur Einbildung. Das ist natürlich auch ein Teil Einbildung, kommen wir gleich zu. Aber das ist nicht nur Einbildung. Normalerweise nehme ich ein bisschen sauberer zu und das setzt nicht direkt an der Wampe an. Bei dem Essen, was ich hier esse, was esse ich? Ich versuche absichtlich mal so die Sachen zu essen, die ich zu Hause eher meide. Das heißt, viele irgendwelche Getreideprodukte, Weizen, viel Süßkram. Hier gibt es so geile orientalische so Baklava-Zeug und irgendwie so Teigwaren, die sind so lecker, da wollen wir überhaupt nicht drüber streiten, aber ich werde auch, wie gesagt, nach dem Video mal ein Video machen, warum das eigentlich so schlimm ist. Also sehr, sehr viele Getreideprodukte, sehr viel Süßkram, viele, viele schlechte Kohlenhydrate, Eis futter ich viel, Waffeln, da gibt es so Frauen, die an so arabischen Dingern sitzen und auf so einer Feuerstelle so geniale Teigwaren machen, das ist einfach echt köstlich. Wir werden ganz zum Schluss, also bei euch gleich, nochmal gucken, wie es insgesamt dann aussieht, aber ich verliere komplett die Kontur und das Allerschlimmste ist wirklich so diese Psyche. Also jeder sagt mir natürlich weiterhin, oh, super, was hast du denn, was ist denn los? Aber man fühlt sich selbst, und ich habe meine Diplomarbeit damals darüber, genau über das Thema geschrieben, deswegen jetzt auch der Selbstversuch, man fühlt sich nicht nur fett, sondern man fühlt sich, als hätte man alle Muskeln verloren. Das ist ganz krass. So am zweiten, dritten Tag war es irgendwie ganz cool. Da war das alles richtig schön geladen. Aber heute, so ab heute, ab gestern, habe ich echt das Gefühl, dass die Muskulatur weg ist. Also es fühlt sich an, als wäre alles flach, als wäre alles, alles verschwunden. Das ist ein ganz furchtbares Gefühl. Und was noch auffällig ist, ist, dass man direkt, man weiß genau, man ist eigentlich voll. Man hat so viel gefuttert, man hat direkt nach einer Stunde wieder Hunger. Das ist auf jeden Fall, das ist nicht nur Einbildung, das ist auf jeden Fall auf die Nahrung zurückzuschieben, zurückzuschließen, und man hat einfach überhaupt kein Sättigungsgefühl. Das ist wahrscheinlich dann eher mit dem Sportler hat das was mit zu tun, aber werden wir auch nochmal anreißen. Das so, vierter Tag, und wie gesagt, wir melden uns dann am letzten Tag nochmal, dann ziehen wir ein Resümee, wie das Ganze aussieht und wie es tatsächlich aussieht, damit ihr objektiv sagen könnt, dass es tatsächlich stimmt, dass ich echt ziemlich scheiße aussehe. Und also bis gleich, bis später und wir sehen uns. So, Freunde, letzter Tag. Ich gehe gleich nochmal raus in die Sonne. Die Koffer sind gepackt und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme. Es ist eine Katastrophe, Freunde. Es ist eine absolute Katastrophe, was mit meinem Körper passiert ist. Es ist nicht nur Einbildung. Ihr werdet es gleich sehen. Wir machen natürlich gleich nochmal den Bodycheck in dem Licht, wo wir es auch gerade oder vorhin oder am ersten Tag gemacht haben. Es ist echt, also im Tanktop geht's noch, aber oben ohne ist es eine Katastrophe. Es ist wirklich, das Essen hier, es ist wie so eine Sucht. Man isst, legt sich kurz hin und dann hat man wieder Appetit. Und dann holt man sich wieder Essen. Und das ist einfach, ich bin zwar echt traurig, dass es jetzt hier weggeht, weil ich hatte echt eine schöne Zeit hier. Aber ich bin echt froh, wenn das ganze Futtern wieder vorbei ist. Also ab morgen ist wieder ganz normal, wirklich wieder viel Gemüse, viel Eiweiß. Es werden ein paar Konsequenzen auch daraus gezogen, ein paar striktere Konsequenzen, werde ich euch aber alles noch erzählen, weil ich habe natürlich in der Zeit auch gelesen, wo das Ganze, warum das so ist, und habe da echt mich mit dem Thema Weizen und mit dem Thema Gluten und so weiter sehr, sehr stark nochmal beschäftigt, und ich werde euch Erschreckendes erzählen, und es ist eben nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche, die darunter leidet. Deswegen bin ich froh, wenn das Ganze wieder vorbei ist, wenn der Entzug startet. Und damit ihr seht, dass es wirklich eine Katastrophe ist, gehen wir mal wieder rüber. Und dann guckt ihr euch wirklich im Licht diesen furchtbaren, fetten Bauch an, der jetzt gekommen ist. Und es ist wirklich schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. So, ihr denkt jetzt hier gutes Licht, aber
euch das an. Ich strecke ihn nicht raus. Das ist kein Scherz. Rausstrecken würde ich so. Aber ich kann ihn noch gar nicht wirklich einziehen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass der aufgebläht ist. Ich fühle mich wirklich die ganze Zeit, als hätte ich so einen fetten Blähbauch. Und obenrum geht es sogar. Also obenrum habe ich wirklich nicht viel irgendwie zugenommen oder so. Es ist echt noch halbwegs in Ordnung. Aber guckt euch das an. Guckt euch hier, das ist wirklich, also alles, wirklich, ich fühle mich so ekelhaft. Also es ist so, bin zwar schön braun, aber hier, das ist wirklich, und eben dieser Blähbauch, dieses, boah, man fühlt sich einfach fürchterlich. Es ist echt eine Katastrophe. Wir gucken gleich nochmal, wie viel Gewicht es ist, wenn wir die Koffer auf die Waage stellen. Und ich weiß nicht, wie viel Gewicht es ist, aber für eine Woche ist das so krass. Also ich passe auch echt in die Hosen nicht mehr rein. Ich fühle mich fett. Und wie gesagt, das ist eine Katastrophe, was mit meinem Körper passiert ist. Das war die Reverse Transformation, Freunde. Und wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze wieder umgekehrt, wie wir wieder fit werden, wie wir wieder happy werden, wie wir uns wieder wirklich richtig, richtig wohlfühlen, wie wir wieder gut funktionieren, abonniert den Channel deswegen, bleibt dabei, guckt weiter bei Facebook, Instagram. Instagram habe ich auch ein paar Bilder hier hochgeladen aus dem Urlaub, ein paar private Sachen. Und wenn ihr wirklich Hilfe braucht, wenn ihr Hilfe braucht und einen Plan braucht, dann macht beim Trainingsernährungssystem mit. Da lernt ihr wirklich, wie ihr gesund esst, wie ihr... Service, wie ihr gesund ist, wie ihr richtig trainiert, um sowas, damit sowas ausbleibt. Also Freunde, wir sehen uns, ich gehe nochmal in die Sonne und wir sehen uns dann wieder zu Hause. Also bis dann. Oh oh. Scheiße.